Drei Stunden zuvor. Okay, 14 files missing, 2 files corrupted, minor errors located in source code line 711 and 2300. Load tutorial 1. Of course. You don't mess around, eh? Sorry, I'm being rude, aren't I? Not at all. Welcome to the volume. I represent the current high bar of Gisborne Industries training technology. Full volumetric projection in a 31 by 31 meter square. You've used a virtual training environment before, I assume? No, but I'm excited to try. I'm Rob, by the way. Hi, Rob. Alan. Alan? I can assure you that Artificial Life Solutions took great time and effort in focus testing my name. Alan was arrived upon after many months of market research. Alan's your buddy. You know Alan. Of course I know Alan. I love Alan. Etc. I get it. Okay, Alan. Let's do this. Do you like the colour? Beautiful. I'm capable of showing 16,000 colours. We can't have you shooting at drab enemies. You simulate weapons. Well, there wouldn't be much of a military training simulator if I didn't, Rob. These first few environments are focused on movement and evasion only. We'll get to the guns later. Awesome guns. No rush. Ja, herzlich willkommen zu Volume. Ja, liebe Leute, ich dachte mir mal, spielen wir doch mal ein kleines bisschen was anderes. So ein, ja, wir müssen uns hier durchleveln, praktisch. Und das Ziel des Ganzen ist es, nicht entdeckt zu werden. Und natürlich jetzt zu Beginn erstmal das Tutorial. Ich muss mich ja mit der Bedienung auch ein bisschen vertraut machen, damit das Ganze auch klappt. Text lesen. Okay. Ah, hier wollte ich eigentlich die Bewegung erklären, aber das wird scheinbar nicht nötig sein. Fantastisch. Außerdem kannst du das hier lesen, also hast du auch Kontextaktionen schon verstanden. Oh geil, ich lösche einfach schon mal einen Teil der kommenden Tutorientexte. Ja, gefällt mir. Es fängt ja schon irgendwie witzig an, muss ich sagen. Und mich hat das Spiel vom Trailer her zumindest durchaus schon mal, ja, überzeugt. Okay, Umgebung abgeschlossen. Ja, 123,6 Sekunden. Story-Fortschritt 1%. Okay, ich glaube jetzt, wir werden das nicht alles in der 100%igen Zeit schaffen, weil ich die Gespräche und so natürlich auch mitbekommen möchte. Ja, von daher sind wir wahrscheinlich immer ein bisschen über dem Vorgabewert. Und macht nichts. So, wir fahren fort. Wir haben die ersten Schritte hinter uns und machen ungeschliffene Diamanten. Interesting looking room. Okay, die Zeit läuft. Also wir müssen vermutlich hier diese Diamanten einsammeln. Schauen wir mal, gehen wir mal Text lesen. Juwelen-Subsystem aktiviert. Natürlich stehen sie stellvertretend für kostspielige Gegenstände. Mir fehlt die Rechenleistung für die Modellierung hunderter verschiedener Arten von Kinderlitzchen. Ich muss also etwas Thesaurus-Suche nach Synonym für geizig minimalistisch sein. Sammle alle Juwelen ein, um den Ausgang zu öffnen. Na, das ist doch wohl ein leichtes. Ich muss sagen, von den Texten her und Gesprächen ist das Spiel durchaus interessant. So, ich guck mal hier hinten. Nö, da ist nichts. Okay. Dann schnappen wir uns noch die letzten 3 Diamanten. Ach ja, und dann ist hier der Ausgang. Okay, wunderbar. Spielprinzip verstanden bis hierher.
Umgebung abgeschlossen, 38,8 Sekunden. Oh, wir sind sogar unter dem Vorgabewert. Sehr geil. Undercover angepasst. So, die ersten Level werden wahrscheinlich alle ein bisschen schneller. Oh, ein Soldat. You're picking this up fast. You've got previous experience, right? You've been a Gizmo employee for a while. You could say that. The next environment focuses on beginner gunplay, but it looks like you might be beyond that. I'm experiencing temporary errors in my employee database. Standard guard training, right? Walking back and forth, keeping an eye on the family jewels. Yep. What else have you got? I tend to work a bit more subtly. Oh, infiltration. Knew it. Probably black ops, bomb type stuff. Maybe that's why you're not in the database. Stealth. Pretty cool. Okay. Can do this. I'm applying a bit of simple AI to each guard. Enough for you to go against. Oh, schön. So, simulated stealth. Perfect. That's not perfect, but it should help you practice the skills you'll need for what comes next. Thanks. What comes next? Right, you don't want to talk about what comes next? Not really. I only know bits and pieces. Hundreds of volumes installed up and down the country. They say it's the biggest private military spend since devolution. Uh-huh. Okay. Like Bond. Architects, you're good. Which weaponry would you like simulated, sir? None for now. Naja, komm, ein bisschen. Naja, gut. Können die uns hören? Nein. Okay. Text lesen. Wunderbar. Das ist ein Speicherpunkt. Er speichert deinen Punkt. Der bisherige Fortschritt wird gespeichert. Okay, ich nehme an, das sind diese Linien hier. Halt! Dieser Diener wird dich sehen, wenn du die Juwelen dort einzusammeln versuchst. Drücke und halte Left Shift, wenn du in der Nähe der niedrigen Wand bist, um dich vorbeizuschleichen. Left Shift. Yeah. Ah ja, sehr geil. Das gefällt mir. Okay, dann haben wir hier wieder einen Speicherpunkt. Und jetzt wird's interessant. Wie komme ich... Kann ich doch bestimmt auch einfach vorbeischleichen, oder? Ecken! Und drücke Space, um die Ecken zu umrunden, ohne aus der Deckung aufzutauchen. Okay. Hallo? Achso, erstmal an die Wand hin. Und... Ach, schön. Schau an. Es läuft. Eine gute Arbeit. Entschuldige, ist das gönnerhaft? Ich muss mich auch für die viele Großschrift in dieser Umgebung entschuldigen. Das habe ich vielleicht etwas übertrieben. Ach, ich bin da gar nicht so. Okay, what comes next? Hier haben wir jetzt wieder... Okay, ich gehe mal an die Wand. Dann einmal um die Ecke. Ich meine, solange sich die noch nicht bewegen, ist das ja alles absolut auch definitiv machbar, ne? Aber sobald die mal anfangen sollten, sich zu bewegen, haben wir ein Problem, schätze ich. So, jetzt... Ich muss an die Wand hier, genau. Dann einmal hier rum. Es läuft. Sehr schön. Und Umgebung abgeschlossen. Ja, ein bisschen über der Zeit, aber wir haben am Anfang das Gespräch ja auch komplett angehört. Von daher sind wir da mal nicht böse. Müllentsorgung. Klingt interessant. Lassen wir uns überraschen. Okay. Ziel ist in Deckung gegangen. So, Text lesen. Meine Analysen nichträumlicher Simulationen haben gezeigt, dass Spültoiletten unglaublich wichtig für ein Gefühl von Anwesenheit sind. Lenk mit ihnen diese Diener ab. Aha. Also mit Spültoiletten also. Ah, okay. Mache mit Space ein Geräusch. Oh, schön. Oh. Ja. Das war wohl nichts. Dann machen wir nochmal.
So, und schnell wieder raus. Hervorragend. Spiel ist auch gespeichert. So, was ist jetzt hier? Hier ist auch eine Spültoilette. Aber hier ist der Ausgang. Und hier haben wir auch eine Spültoilette. Und mal gucken. In welche Richtung läuft der? Ja, okay. Perfekt. Sehr schön. So, Hahn aufdrehen, mache mit Space ein Geräusch. So, und der läuft jetzt so. Nein. Das war knapp. Ich bin da wohl an der Toilette festgehängt. Gehangen. Gehungen. Ja, den Text würde ich eigentlich gern lesen, aber okay. Ja, knapp drüber. Wir haben aber abgeschlossen. Story-Fortschritt 4%. Das würde bedeuten, es gibt 100 Level. Lassen wir uns überraschen. Okay, Vorgabewert 104. Bewegliche Ziele ist das nächste. Ich hab's befürchtet, es wird soweit kommen. Und ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie wir das meistern hier. Ja. Okay, der patrouilliert also hier entlang. Oh, habe ich nicht erwähnt, dass Diener patrouillieren können. Können sie. Schau mal, da drüben sind welche und patrouillieren. Ha, wer hätte es gedacht. Kluge, kleine Diener. Ja, okay. Ach komm. So. Den hier haben wir. Können wir gleich mal hier rüber. Nein! Das war uncool. Aber okay. Nee, ich warte jetzt hier, bis er sich umdreht. Genau. Dann gehen wir hier mal ein bisschen in Deckung. Auch das war klar. Okay, wenn sie sich bewegen, sind sie gar nicht mal so einfach zu... Ei, das war knapp. So, jetzt warten wir ganz kurz. Und auf geht's. Gespeichert. Hervorragend. So, der läuft jetzt hier hoffentlich immer im Kreis. Das wäre dufte. Weil dann kann ich nämlich einfach hinter ihm herlaufen. Sozusagen. Oh, halt. Okay, ich laufe noch eine Runde. Und hier ist dann auch der Ausgang scheinbar. So. Jetzt müssen wir noch einmal hier hinter. Das ist natürlich... Der geht so rum. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Das könnte nämlich gar nicht mal so einfach... Oh, oi. Das war ganz schön knapp. Aber wir haben auch diesen Level wunderbar innerhalb des Vorgabewerts geschafft. Geil. Schön, dann sind wir mal ordentlich im Umlauf. Ach, hier stehen auch immer noch Missionsbeschreibungen scheinbar. Der Bankier hat mit Gisborne Geschäfte gemacht. Er erhielt das Anrecht auf Insiderwissen für seine Investitionen, weil er Gisborne bei der Verwaltung von dessen Verbündeten Listen half. Die Informationen zum Verbleib dieser Liste sind hier abgespeichert. Ja, hilft ja nichts, da müssen wir unbedingt rein und diese Verbleibsinformationen rausholen. Hilft ja nichts. Okay. So, wie läuft der gute Mann? Der läuft so, dann gehe ich jetzt erstmal nicht hier hin, am besten. Okay. Ich gucke mir vielleicht einmal ganz kurz an, was die denn da so treiben. Der läuft bis dahinter und der kommt hoch und läuft. Ach so. Ja, na dann. Na dann. Ja, ach scheiße, da ist eine flache Wand. Okay. Aber
Es wurde gespeichert hier. Ich gehe mal trotzdem ganz kurz in Deckung. Und dann kann er raus. So. Und das hier geht auch noch. So, wieder verstecken. Es läuft ja wie geschmiert hier. Ja, Gott sei Dank sind die hier alle nicht so unbedingt die hellsten. So, ich... ja, ne? Ich gehe hier einfach durch. Dann gehe ich hier nochmal in Deckung. Sehr schön. Dann kommen wir hier unten rein. Und vielleicht schaffe ich das hier noch. Eieiei. Ja, hat aber geklappt. Dann gehe ich mal Text lesen. Auszug aus dem Artikel Genau mein Typ im Magazin Synergistik UK 6. Mai 2014 Belinda Ho. Ich wurde gebeten, im Empfangsbereich von Gisborne Industries in Nottingham zu warten. Der Ehrgeiz entströmt den Wänden geradezu. Wie bei Gisborne selbst steht hier Zweckmäßigkeit an erster Stelle und die Detailverliebtheit ist unübersehbar. Ein Beistelltisch aus Ebenholz ist abstrakter, facettierter Form, bildet das Herzstück des Raumes. Daraufhin findet der Besucher die üblichen Broschüren und einige aktuelle Tageszeitungen. Ich sitze auf einem Plüschstuhl, von dem ich später erfahre, dass er aus extrem lokaler Herstellung stammt. Mein Thron ist von ausgeprägter Form und vollkommener aufwendiger Verzierung. Zweckmäßigkeit und Genauigkeit. Dieser Stuhl, dieser Raum sind perfekte Zwischenstationen auf dem Weg zu dem Mann, den ich gleich treffen werde. Ja, also hört sich gut an so, ne? Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, in so einem Raum zu sitzen, mit so einem Stuhl, auch wenn es nur eine Zwischenstation ist. Aber das spielt ja prinzipiell keine Rolle. Also, ganz, oh, okay, vorsichtig, nur nicht übermütig werden. Ja. So. Gleich haben wir es geschafft. Hier ist der Ausgang. Und wir sind durch. In 115,7, ja, 10 Sekunden und 7 Zehntel Sekunden drüber, aber mein Gott. Wir wollen das ja alles nicht so eng sehen, ne? Trautesheim, Glück allein. Die Liste befindet sich im Zuhause des Bankers. Ich habe diese Karte aus seinen privaten Daten generiert. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, das werden wir rausfinden, ob es ein Problem ist, schätze ich mal. Laden wir doch mal die Umgebung und lesen eine Notiz. Oh, okay. Ich weiß, dass du noch da draußen bist. Ach, das sagt der Diener. Naja, dann ist ja alles nur halb so wild. Okay, nicht in jedem Raum findest du eine günstig platzierte Toilette, deren Spülung du nutzen kannst. Naja, dann kacke ich halt in die Ecken, oder? Zum Glück kannst du auch selbst Geräusche machen. Denke ich zumindest. Drücke C und versuche es mal. Aber pass auf, wer in deiner Nähe ist, wenn du das machst. Ah, okay. Schön, es funktioniert ja richtig knorke. So, wie kriegen wir jetzt den hier? Eieiei. Haha, es funktioniert. Ja, okay, wir sind außerhalb seiner Sichtweite. So, jetzt müssen wir uns was ganz Ausgefuchstes einfallen lassen hier. Ich gehe mal ums Eck rum. Oh, oh. Okay, nochmal. Wenn ich mich jetzt erinnern könnte... Ach ja, ich kann ja rein theoretisch, ich kann ja direkt hier auch noch rum. Ja, da hört er uns nicht mehr. Okay. Hier auch nicht. Hier. Wir sind durch.
schön. So, jetzt haben wir den Typen da hinten. Wo läuft der hin, wenn ich ihn rufe? Okay, der läuft bis hier raus. Ich laufe ihm jetzt mal hinterher. Das wird nur wahrscheinlich nichts bringen, ja, dachte ich mir. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricky sein. So. Dann lassen wir ihn mal vorbeispazieren. Und dann drehen wir das Spiel nämlich um. Hervorragend. Okay, die hier unten, die sind ja easy going. Aber das hier wird jetzt interessant. So. Ich glaube, wie kann ich die denn hier wegkriegen? Und die Frage ist dann auch, wo gehen sie hin? Gucken wir mal. So, der geht unten rum, die kommen oben rum. Und dann kommen sie hier rein, oder? War klar. Es war so klar. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß aber, wie ich dieses Problem lösen kann. Und zwar muss ich jetzt hier direkt raus, instant raus. Dann hier hinten verstecken. Na, nicht hier festhängen. Dann hier hoch. Und dann diesen hier und... Nein. Ja, wir haben's. Geil. Umgebung abgeschlossen. Level freigeschaltet, alter Geldadel. Ja, das ist der nächste. Der verbannten Mitbegründerin von Gisborne Industries wurde zugestanden, ein kleines Tochterunternehmen zu führen. Sie hasst diese Aufgabe, führt sie aber weiterhin unbarmherzig aus. Personalstrukturen aus der Mitarbeiterentwicklung hochgerechnet. Na dann, pack man doch mal an den alten Geldadel. Haha. So, was hat er hier gesagt? Okay, war klar. Ich glaube, ich muss den von der anderen Seite hier. Ich muss mich hier verstecken. So. Nein. Das ist auch nicht die richtige Lösung. Genau denn dann? Hier hinter. Und dann hier außenrum. Ja, ich glaube, so könnte es funktionieren. Eventuell. So. Ha! Tja, Kamerad, da hast du keine Chance. So, hier hinten haben wir wieder etwas Schönes zum Lesen. Die Diener laufen nicht nur dorthin, wo du pfeifst, sie kehren auch zurück. Ach nein. Wer hätte denn das erwartet? Okay. Ich muss mal ganz kurz machen. Ja, wie? Ich war doch in Deckung. So. Okay, dann pfeifen wir ihm doch einfach mal kurz. Mal schauen, wo er hinläuft. Ob er hier vielleicht rauskommt. Ich glaube nicht. Aber, okay, der bleibt dann hier so stehen. Das ist gut. Das ist gut. Nein. Jetzt wollte ich gerade noch in Deckung gehen. War ich so langsam. Okay, aber jetzt wissen wir schon, wie es abgeht. Das ist gut. So, ich verstecke mich mal hier. Und... Hallo? Wie das? Hat er mich jetzt vielleicht gehört oder so?
Verdammt. Wir müssen hier schneller, okay. Ja, stell doch mal heller. Hm? Dann versprich nicht, was du nicht halten kannst. Okay, hier sind wir durch. Jetzt, hier, nächster Text. Die meisten Muster lassen sich durcheinander bringen. Okay. Vermutlich irgendwie, indem ich sie rufe, oder? Aha. Okay, also es wird schon langsam, aber sicher wird es extrem anspruchsvoll. Also extrem ist jetzt vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen. Hä? Verdammt. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das ist schon mal gut, weil dann haben wir hier jetzt nämlich nach dem ein bisschen Luft. Und dann kommen wir hier nämlich auch schön im Kreis herum. Hervorragend, sehr schön. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich glaube ich unten noch irgendwo welche vergessen habe. Dann müssen wir nochmal zurück. Oh. Jo, das ist jetzt blöd. Kann ich nicht? Eventuell. Ach doch, hier, das müsste doch gehen, oder? Hallo? Nein! Das geht nicht. Shit. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier raus? So auch nicht. Ja, okay. Das war eigentlich klar, dass das passiert. Aber ich gehe verdammt. Ich komme hier nicht mehr durch, ne? Okay, jetzt hat er mich wieder. Ich könnte mal eins probieren. Nein. Nein. Okay, nee, ich habe keine Chance. So funktioniert das nisch. Hier vielleicht nochmal den Level zurücksetzen. Aber gut, ist ja auch. Ist ja jetzt nur halb so dramatisch. Ja. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. So. Hi, das war knapp. Aber ich weiß ja, wie es funktioniert. Ja, und jetzt holen wir als erstes mal hier drüben. Ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten mache. Dass ich hier noch wegkomme. Naja, das war klar, weil der läuft ja natürlich genau in unsere Richtung. Aber ich glaube trotzdem, dass das funktionieren könnte, wenn ich schnell genug bin. So kann ich ja auch noch tun. Genau. Oh nein, der läuft rückwärts. Das ist uncool. Damit habe ich jetzt natürlich wiederum auch nicht gerechnet. Aber jetzt wissen wir es. Dann bleibe ich nämlich hier einfach stehen und laufe hier so. Hervorragend. Okay, dann er nun wieder. Das war so. Hoch.
Und nun, die werden Hahn. Mal ganz kurz warten. So, nun warte mal, der reiht sich wieder ein. Ich hatte mit ein bisschen mehr Abstand gehofft. Aber dann machen wir uns halt einfach noch ein bisschen einen. So. Ja, und wie stark. Zack, zack. Und auf ins Ziel. Und wir haben ein nächtliches Knarren freigeschaltet. Sehr geil.